Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge EFP hier auf meinem Kanal. Und ja, in der letzten Folge waren wir ordentlich unterwegs, beziehungsweise ich war ordentlich unterwegs. Und ihr habt eigentlich nur die Schnitte mitbekommen. Und ja, wir müssen jetzt zu dem Händler hier, denn das ist Olivius. Und mal sehen, was du für uns hast. Olivius, du wolltest mich sehen. Kill the Double Crosser, Captain Morrowey. Military Dark Valley. Klar, warum nicht? So wie predicted, können wir sogar hier was machen. Und ist sogar relativ in der Nähe. Okay, cool. Ich glaube, der hat's eilig. Jetzt muss ich mal schauen. So lang, okay. Ich bin ja so froh, dass wir quasi... Ich glaube, wir kommen hier nicht lang, ne? Ja. Hi. Gut. Das war jetzt einfach nur ausprobieren. Ich wusste nicht mal, dass es geht. Die haben Spaß. Das hört sich gar nicht gut an. Nein, das ist eine Chimera. Oh Gott. Das. Bevor ich da ankomme, will ich aber wirklich... ...alles ready haben. So. Wieder. Alter, was ist mit euch los? Hallo? Die kleinen Schweinchen. Schmeiß einfach da noch Nathan. Haben wir genug. Noch eine Nate. So. Ja, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, irgendwie drücke ich immer C und das ist halt so dieses Schnellneifen. Warum auch immer. Wer auch immer das benutzt dabei. Ist Granato? Okay, wir müssen aber trotzdem so lang. Da sind Schweinis. Schweinis interessieren mich aber eher gesagt nicht. Die sollten mich eigentlich auch nicht interessieren. Cool. Ja, ich würde sagen, wir können auch wieder zurückgehen. Denn diesen haben wir erfolgreich eliminiert. So. Ach, schon wieder. Okay, wir regenerieren aber wirklich echt schnell. Ja. Eigentlich brauchen wir nicht mal wirklich so viele Medi-Packs, aber gut. Wie sagt man so schön, besser haben als brauchen. Trifft wohl ganz gut, glaube ich. Dass man zu Olivius auch hingehen soll, ne, sieht man echt kaum. Aber gut.
Ich hoffe, die Chimaira ist nicht da. Wir können eigentlich hier durchgehen. Ist ja alles easy, also. Moin. So, Kill the Double Crosser haben wir erledigt. Und meet Lukas. Und ich glaube, Lukas ist in Saturn oder Jupiter. Nee, gar nicht wahr. Ist in Army Warehouse. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Mach hier wieder einen kleinen Cut rein und bis gleich. Im Army Warehouse angekommen. Endlich. Mann, 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 Mann. Das war eine Reise, sage ich euch. Erstmal durch Rostock. Ja, hat keinen Spaß gemacht. Also ich hasse Rostock. Aber ja, egal. Muss sein, ne? So, dann wollen... Halt immer so eine Sache, ne? Diese Kackblume. So. Ich meine, wir haben ja Zeit. Wir haben ja, wir haben ja genug Zeit. Können wir auch den einen oder anderen hier looten? Ja, die Dinger, da mache ich eigentlich immer nur die Patches ab und drop die wieder. Weil zerlegen brauche ich die eigentlich nicht, weil gibt eh nicht das, was ich eigentlich benötige. Oh, das nehme ich mit, ist ganz nice. Ja. Ja, komm. Gut, dann laufen wir mal weiter. Das Wandern ist des Müllers Lust. Okay, gut. Reicht doch wieder. Oh, nee. Rudi. War er jetzt der Einzige? Anscheinend. Der hatte Eier. Die sieht nicht schlecht aus, aber wiegt zu viel. Ein Fun Fact, wir wollten ja eigentlich zu Lukas, ne? Ich hasse dieses Hin- und Hergereise, ne? Vor allen Dingen, wenn man halt auch kein Fast Travel benutzt. Kann das manchmal echt nervig sein. Hatte ich hier eigentlich was eingetan? Nö. Ja, die haben Spaß. Moin, Meister. Die haben tatsächlich Spaß da hinten. Jetzt überlege ich gerade, wo Lukas genau war. Weil Lukas
glaube nicht, dass der Rüstungsschmied war. Oder? Doch, könnte sein. Ja, auf jeden Fall nicht. Ach nee, Lukas war der Anführer, glaube ich, ne? Hallo, moin. Junge, mach die Scheiße aus. Ja, hier kommen blablabla Monolith-Patches, Red Forest, alles klar. Gut. Machen wir. Junge, nicht, dass ich hier noch einen Copyright-Strike kriege wegen der scheiß Musik, ey. Was kann ich denn dafür? Moin Meister, sag mal, hey, Stalker, с чем пожаловал? Genau. Schenke ich dir und, ja. Freunde. Bevor ich den ganzen Weg hier hin und her laufe, ne? Würde ich sagen, mache ich einen Cut rein. Und ich gehe wieder zurück zu Death City, Limansk und dann gehe ich hier unten rein. Dann sollte der Lachs gelöppt sein. Also würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, Freunde, wir sind von Limansk in den Red Forest rein. Und ich glaube... Okay. Ach, da drüben. Uiuiui. So. Alter. Das ist ein Teil, ne? Von wo? Von wo, Freunde? Da. Das hört sich nicht gut an. Ich sag's so, wie es ist. Da sehe ich keinen. Da. Da. Oh nee, Weapon Jammed. Perfekt. Da ist er. Ah, schön. Der wirft jetzt eine Granate, ja? Ja. So, ne? Okay. Das war, heftig. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Auf gar keinen Fall. Aber, ich denke mal, wir werden auch relativ okayen Loot bekommen. Erstmal lade ich alles nach. Dirty Barrel, okay. Das sind aber schon mehr als 30 Kugeln, sag ich so, wie es ist. Wie sieht's hier aus? Ja, gut. 75. Ja, gut.
Ja, gut. Hier ist schon wieder die Katzen. Kleine Muschis. Wenn hier jetzt einer explodiert, ne? So, ja gut, das. Cool. Okay, was war das? Stimmt, oben waren noch welche, aber egal, wir gucken erstmal hier lang. Da war keiner. Halt alle nicht die Waffen mit, ne? Boah, es ist ärgerlich. Ja gut, bedeutet also, wir dürfen jetzt wieder zu Lukas schlurfen oder was? Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Lukas. Ach, Army Warehouse. Wie habe ich dich vermisst? Eigentlich nicht. Aber ja. Was mich aber wirklich nervt, ist halt so, dass dieses ständige, du musst zu dem, also nicht so, okay, der Questgeber sagt ja, okay, du musst den und den töten, das ist ja nicht das Problem. Das eigentliche Ding ist halt so, okay, du musst zu dem, dann musst du zu dem und dann musst du zu dem. So. Hier, Job ist done. Jetzt, meet Tukarev. Cool. Tatsächlich muss ich sagen, den Namen höre ich gerade zum ersten Mal. Und kann ihn gar nicht zuordnen. Mich würde aber nicht wundern, wenn dieser irgendwo... Genau, in Jupiter. Und tatsächlich muss ich sagen, habe ich gar keinen Bock. Auf Jupiter. Ja. Ich hätte eher viel Bock auf, was heißt viel Bock, aber ein bisschen Abwechslung vielleicht machen wir in der nächsten Folge. Ja, Investigate Laboratory X18. Hätte ich Bock drauf? Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.